Overground sind bereits seit dem Vorabend in München, wo sie heute Abend im KPO in der Kultfabrik auftreten. Wie immer geht es schon nachmittags zum Soundcheck. Wenn wir den Laden voll kriegen, wird's geil. Wenn hier nur 1000 Leute kommen, dann verläuft sich das so ein bisschen. Darüber müssen sich Overground heute Abend keine Sorgen machen. Wir finden den Marco, weil der so schön klein ist. Und die Bruni ist auch so klein, deswegen stellt sie den Marco toll. Die Leute, die halt da sind und von dir Fans sind und dich cool finden, das ist natürlich geil. Und diese Leute würden auch nicht existieren. Aber die Leute, die es nicht von uns denken, die müssen wir zu überzeugen, um diese Masse halt noch größer zu bauen. Und das ist unser Ziel. Wird Overground das bis zum 3. November schaffen? Und das kannst du bei unserem Voting gewinnen. Der Nissan X... Das allerletzte Konzert der Overground Tour durch Deutschland findet heute in München statt. Zum letzten Mal können die Fans ihre Stars vor der großen Finalshow am 3. November live bei einem Auftritt erleben. Alles läuft gut, mittlerweile sind die Jungs echte Profis. Am nächsten Tag haben die Preluders und Overground zwei parallele Autogrammstunden in München. Die Jungs im Kaufhof am Stachus, die Girls im Kaufhof am Marienplatz. Der Ansturm an Tausenden von Fans ist für die Münchner Kaufhäuser kaum zu bewältigen. Es ist nicht auszumachen, welche der zwei Bands beliebter ist. Beide sind inzwischen mega prominent und München steht Kopf. Die Bands treten stolz und voller Freude vor ihre Fans. Doch ihnen ist schon zu Beginn der Autogrammstunde klar, dass sie heute nicht allem gerecht werden können. Dass weder die Preluders noch Overground für alle Fans Autogramme schreiben können, ist nicht das einzige Problem, mit dem sich die Jungstars heute konfrontiert sehen. Die Fans in den hinteren Reihen drängen und schubsen so sehr nach vorne, dass die Gefahr einer Massenhysterie entsteht. Nur kurze Zeit versuchen sowohl Overground als auch die Preluders, ihre Autogrammstunden so normal wie möglich durchzuziehen. Zu hysterisch. Also die haben wirklich nach vorne gedrängt, weil die alle Angst hatten, dass sie kein Autogramm kriegen und haben die gedrückt. Und das Schlimmste war, gerade die ganz Kleinen waren ja vorne. Die Augen waren schon so angeschwollen und total rot und total geschwitzt und hat mir richtig leid getan. Leute, bitte, was ganz Wichtiges. Guck mal, das Ding ist einfach, wir sind wirklich viele hier. Ist auch wirklich alles lustig und spaßig. Doch hier sind noch Leute, die gerade zusammenbrechen und so. Und bitte, passt bitte auf. Ich versuche jedem Autogramm zu geben, nur wie es geht. Aber bitte passt auf, okay? Da wird es richtig Spaß. Okay, danke schön. Weil sonst werden die alle hier total zerquetscht. Und das wollen wir nicht, okay? Also bitte alle nochmal einen Schritt zurück, okay? Alle bitte!
Ganz ruhig. Wir haben unsere Autogrammkarten oben. Das heißt, solange wir oben sind, würden wir gerne bei euch nach Capella singen. Aber wenn ihr nicht aufhört, müssen wir gehen. Das ist eine Ansage, die wir eben bekommen haben, okay? Wir machen gerne weiter. So leid es uns tut, wir müssen es leider wieder los. Bitte Leute, votet für uns und kämpft für uns, okay? Dankeschön. Die Ruhe und Professionalität der Bands hat Wunder gewirkt. Beide Autogrammstunden sind ohne einen dramatischen Zwischenfall zu Ende gegangen. Overground stehen nun vor einem weiteren Problem. Die Fans am Stachus folgen ihnen bis auf die Straße und machen eine Abfahrt beinahe unmöglich. Die Münchner Polizei hilft Overground in der Not und bahnt dem Tourbus mit einer Polizeieskorte einen Weg durch die Menge. Ja, die Begeisterung, die hatten wir schon lange nicht mehr so in München. Wir waren ein bisschen erstaunt, also da mit unserem Auto sind wir fast nicht durch die Massen durchgekommen. Ja, wir werden euch einfach den kürzesten Weg zeigen. Wir kennen die Schleichwege und wir werden euch jetzt auf dem schnellsten Weg da rausbringen. Boah, wie geil ist das denn hier? Hammer, ey. Und dann noch so ein geiles Polizeiauto. Folgen hier. Also, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Ansturm gesehen, wie gerade bei Kaufhof. Ich glaube, den haben wir alle noch nie gesehen. Wir sind rausgegangen, die sind sogar auf den Straßen hinter uns hergelaufen. Als wir rausgefahren aus der Tiefgarage, haben die irgendwie in die Fenster geklopft vom Bus. Und das war echt nett. So ein Erlebnis ist spannend, aber auch anstrengend. Die Boys sind froh über eine kurze Verschnaufpause während der Fahrt. Die Preluders fahren nach der Autogrammstunde wie Overground am Vorabend ins KPO für ihren allerletzten Tourauftritt. Sie haben dieselben unnötigen Bedenken wie die Jungs. Die Bühne gefällt mir auch richtig gut, richtig schön aus. Muss nur noch voll werden. Voll ist es am Abend in der Halle in München. Doch es ist der letzte Tourauftritt und damit steht die Juryentscheidung darüber, wer in den Bands bleibt, unmittelbar bevor. Ich weiß nicht genau, wenn man halt drüber nachdenkt, so. Es könnte ja letzter Auftritt zu fünft sein, denn ich weiß nicht, man wird halt irgendwie schon so ein bisschen irgendwie traurig, weil wenn man nachdenkt, oh Gott, du musst das jetzt so richtig genießen, weil vielleicht ist es das letzte Mal und vielleicht ist es sogar für mich irgendwie das letzte Mal, dass ich irgendwie auf der Bühne stehen darf. Ihre Ängste dürfen sich die fünf Mädchen nicht anmerken lassen. Sie müssen ihre Show perfekt durchziehen, so als wäre es ein ganz normaler Auftritt. Das haben die begeisterten Fans in der Halle verdient. Und es gelingt ihnen auch. Die Preluders strahlen und rocken und sie ziehen mit ihrer Präsenz und ihrer Ausstrahlung das Publikum in ihren Bann. Yeah.
Und dann zeigen es die Preluders den Münchnern noch einmal so richtig mit ihrem Song Everyday Girl. Doch wer von ihnen wird auch in Zukunft weiter diesen Song mit den anderen performen dürfen? Wer wird zu den Preluders gehören? Wird Anne weiter dabei sein? Wird Rebecca es schaffen? Wird sich die Jury für Antoy entscheiden? Gehört Tersha zu den Glücklichen? Und wie steht es um Miriam? Das Ende der Tour und die Juryentscheidung über die Bands quälen nicht nur die Preluders. Zum einen bin ich ein bisschen auch erleichtert, dass die Tour rum ist, weil sie auch ziemlich anstrengend war. Auf der anderen Seite hätte es von mir aber auch noch weiterlaufen können, weil es auch sehr schöne Momente gab, einfach so auf der Bühne zu stehen oder so die Momente vor der Show, das war eigentlich immer alles sehr, sehr, sehr schön. Jeder Moment, erstens ging der viel zu schnell vorbei und zweitens konnte man das auch gar nicht realisieren. Also meine Tour-Highlights waren halt die Konzerte. Einfach selbst zu merken, wie wir uns steigern von Tour zu Tour, also von Auftritt zu Auftritt. An die ganzen Fans, wie sie gejubelt haben für uns, die ganzen Autogrammstunden. Das Highlight der Tour war die Resonanz der Fans. Das war für mich das Emotionalste, so zu sagen, ey, das will ich nie wieder missen. Und ich würde eigentlich gerne noch so irgendwie auf der Dome-Bühne stehen und halt später halt in größeren Hallen spielen und mehr als 5 Lieder performen. Deswegen hoffe ich, dass ich mich rausfinde. Wenn ich jetzt an die Entscheidung morgen denke und allein irgendwie der Gedanke daran, dass einer von uns gehen würde, also ich kann mir das nicht vorstellen, es geht nicht mehr. Ich finde es irgendwo komisch, wenn einer von uns rausgeht, aber ehrlich gesagt, irgendwie funktioniert nicht so gut. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel geheult wie jetzt in der Zeit. Wir haben uns lieben gelernt, wir brauchen einander jetzt, wir haben eine neue Familie gefunden. Wir haben hart dafür gearbeitet und wir haben gemerkt, wie schön es ist. Wir haben immer auf der Bühne stehen wollen, alle 5. Aber wir haben jetzt erst richtig gemerkt, wie schön und wie geil es ist, auf der Bühne zu sein. Gute Nacht noch. Schlaf schön. Der nächste Tag. Die Entscheidung. Also eigentlich nervös bin ich nicht wirklich, aber ich habe unten auf der Bühne gesehen, dass da 7 Stühle stehen. Und über die Zahl mache ich mir gerade nur irgendwie Gedanken, weil wir sind ja eigentlich zu 10. Fabrizio ist nicht da, also sind wir zu 9. Das würde heißen, dass vielleicht einer von der Boygroup und einer von der Girlgroup geht. Und wenn jetzt irgendwie einer von uns geht, ist es schon traurig, egal wer es ist. Auch wenn es jetzt Fabrizio ist, der noch nicht so lange dabei ist. Ich werde heute, glaube ich, das erste Mal so Emotionen zeigen auf der Bühne. Wenn die mich heute verarschen, dann packe ich meine 7 Sachen und gehe. Ab heute wird das auf jeden Fall anders sein. Also es wird nie wieder jetzt wie früher, wie hört sich das an? Aber ich meine, es wird nie wieder wie bis jetzt halt alles gelaufen ist zu sein, weil dann jemand fehlt, weil, ja, ich weiß nicht. Es kommt irgendwie alles wieder hoch, man kommt, ja, man stand gerade auf der Bühne und hat die Kulisse gesehen, die auch in Orlando war. Und das ist alles andere als angenehm. Anna ist auch jetzt in die Band. Und wir sind die Band. Aber was ich im Moment total schlimm ist, wir sind ja die Bühne schon hochgegangen, um hierher zu kommen. Und wir haben auf der Bühne 4 Sterne gesehen. Und wir sind 5. Preluders sind 5. Ich wüsste keinen Grund, warum sie jetzt einen von uns rausschmeißen müssten. Warum denn? Weil die hat ja selbst gemerkt, dass sie 4, dass es nicht geklappt hat. Also wenn ich rausfliegen würde, das wäre für mich, keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was ich jemals dann erlebt hätte in meinem Leben. Und genauso wie wenn einer von den Mädels rausfliegen würde. Also ich glaube, ich würde das nicht verkraften. Ich kann mir nicht vorstellen, was für einen Grund sie nennen. Ja, wenn zum Beispiel, ja, okay, du bist nicht dabei, weil, ja. Es gibt da nichts. Ich bin fest entschlossen, dass wenn einer von uns rausfliegen wird, dass ich auch gehe. Das ist bei uns so, einer für alle, alle für einen.
wenn es eintreffen sollte. Also ich kann von mir aus sprechen, dass ich da nicht mehr mitmache. Ich finde es cool, dass die Mädels so Ansagen machen, weil ich bin mal gespannt, wenn daher eine geht, ob die anderen vier dann wirklich aufhören. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Sie sagen, es ist einfach so, um vielleicht den Sympathiefaktor im Fernsehen zu erreichen, den die niemals haben werden. Ich meine, wir haben auch Gefühle, wir sind normale Menschen, wir sind keine Maschinen und irgendwann reicht es auch. Und diese ganzen Entscheidungen, man kann sich nie sicher sein jetzt hier. Und heute ist mal der Tag, wo hoffentlich alles entschieden wird. Welche Entscheidung wird die Jury treffen? Und das kannst du bei unserem Voting gewinnen. Die Nerven der Preluders und Overground-Bandmitglieder sind bis aufs Äußerste gespannt. Heute wird ihnen die Jury in einer letzten großen Entscheidungsshow mitteilen, ob sie endgültig in der Band bleiben oder ob ihr Traum vom Popstar hier zu Ende ist. Liebe Preluders und Overground-Bandkandidaten, nun ist der große Moment gekommen. Nach 4 Wochen im Workshop in Orlando, nach 4 Wochen Album-Recording in Berlin, 3 Wochen Tour durch Deutschland, wo ihr euch beweisen konntet, habt ihr uns gezeigt, dass ihr es nicht nur durchstehen könnt, sondern ihr habt es auch bravourös gemeistert. Bevor wir heute unsere endgültige Entscheidung treffen, wer in der Band bleibt oder wer vielleicht geht, möchten wir euch nochmal die Frage stellen. Will jeder von euch 9, die da oben sitzen, weitermachen? Oder gibt es vielleicht jemanden, der sich anders entscheiden möchte? Okay, ganz ehrlich, wir hätten es im Grunde auch nicht anders erwartet. Wir konnten uns ein sehr, sehr gutes Bild über euch machen in den letzten Wochen. Wir konnten feststellen, okay, wie funktionieren die einzelnen Bands und werden somit heute auch, wie wir denken, eine sehr, sehr gute Entscheidung treffen können. Wir müssen euch leider sagen, und es tut uns sehr leid, dass es heute trotzdem noch einige Überraschungen in den Konstellationen geben wird und dass nichts durch die Zeit feststeht, in der ihr jetzt einfach zusammengearbeitet habt. Wir haben ja auch nicht grundlos noch 2 Kandidaten nachnominiert, nämlich Anne und Fabrizio. Wir wollten uns einfach jede Option offen halten, um wirklich die beste Band zu finden. Deshalb wird es für uns alle, für euch, das ist ganz klar und das kann man in euren Gesichtern lesen, aber auch für uns als Jury, die wir euch jetzt lange genug kennen, nochmal eine sehr, sehr harte Entscheidung. Ihr kennt das Prozedere schon von der letzten finalen Entscheidungsshow in Orlando. Wir werden jeden einzelnen von euch nach vorne rufen und dann endgültig mitteilen, wer lebt den Traum vom Popstar auch weiterhin und bei wem war es nur ein Traum und wer kehrt ins normale Leben zurück. Nun, alles andere kann warten. So, dann mache ich mal den Anfang und ich bitte Rebecca nach vorne. Rebecca, im Workshop warst du ja immer schon unser Wackelkandidat. Du warst eher so der kumpelhafte Typ und eher so ein bisschen burschikos. Das hat sich jetzt wirklich geändert. Auch im Tanz bist du besser geworden, anmutiger und auch fraulicher. Was uns aber auch aufgefallen ist, dass du schon ein sehr extrovertierter Mensch bist. Uns ist aufgefallen, dass du oftmals dich in den Vordergrund stellst und andere damit in den Schatten stellst. Und das kommt bei uns wirklich rüber, als wärst du eine Zicke. Und was ganz wichtig ist, wir haben ja ganz kurz oder auch etwas länger, Rebecca, beim Videodreh gesprochen, dass was da passiert ist, mit dem, dass du also die Rolle des Treatments nicht erfüllen wolltest, also so wie es der Regisseur geplant hat und dann davon ausgegangen bist, dass was umgeschrieben wird, das ist für mich der erste, doch, das bist du, brauchen wir gar nicht drüber reden, das war für mich der erste Ansatz, wo ich gesagt habe, oh, wenn es damit schon anfängt, wo soll es dann enden? Du bist für uns eine tickende Zeitbombe. Und es stellt sich wirklich die Frage, ob du bandfähig bist. Rebecca, ich hoffe für dich wirklich, dass du an dir arbeitest und dass du dir das zu Herzen nimmst, was wir dir jetzt eben gerade gesagt haben. Denn es ist ein wichtiges Kriterium, um überhaupt in einer Band stattzufinden. Aber wir glauben, dass diese Worte, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, bei dir fruchten werden. Deshalb herzlich willkommen in der Preluders Band. Take a look at me now.
habe mir eigentlich gedacht, ja, ich würde mich da hinstellen und mir das alles anhören und ich würde da bestimmt ganz ein bisschen locker reingehen. Aber als ich dann da stand und das so mitgekriegt habe, wie die quasi gesagt haben, wurde mir richtig übel und mir ist jetzt richtig wohl mein Programm total schlecht. Als nächstes möchte ich Tirscher auf die Bühne bitten. Tirscher. Über deine Stimme brauchen wir jetzt keine Worte zu verlieren. Du weißt, dass du eine Ausnahmestimme hast und damit ein wertvoller Punkt einfach warst für die Band beim Album Recording. Ich möchte mal kurze persönliche Anmerkung machen. Es ist so, dass du sicherlich unter dem Tourstress jetzt in den letzten Wochen wahrscheinlich ein bisschen zu viel zu den Süßigkeiten zugelangt hast. Und da muss man sich auch unter Kontrolle haben und du hast vielleicht ein paar gegenüber den anderen Girls ein paar nicht so notwendige Funde zugelegt. Das geht bei Pavarotti ziemlich gut, der hat deiner Stimme auch keinen Abbruch getan, aber du bist in einer Girlband und du musst dich auch da unter Kontrolle haben. Auch bei deiner Arbeit nach außen in der Öffentlichkeit gibt es noch Mängel. Das liegt daran natürlich, dass du erst noch Deutsch lernen musstest. Da müssen wir anerkennen, dass du das wirklich trotz allem Tourneestress nebenbei durchgezogen hast und da riesen Fortschritte gemacht hast. Du bist ja eher der ruhende Pol. Vielleicht ist es ja auch ganz gut in einer Band, wenn man so jemanden hat, der eben in einer wackeligen, hysterischen Situation eben die Ruhe behält. Die Frage ist aber, bist du so sehr anders von deinen anderen vier Bandmitgliedern, dass du eben mit ihnen keine Einheit bilden kannst? Bist du denn sicher, dass du dazugehörst? Also ich bin sicher, aber das glaube ich, ist immer die Bandmitglied fragen. Was sagt ihr dazu? Braucht ihr sie? Ich sag jetzt, wenn einer aus der Band raus müsste, würde ich auch gehen. Mhm. Und da bist du dir auch wirklich sicher? Ist das nur deine Meinung oder denkt jeder so? Jeder. Ich muss da jetzt nochmal nachfragen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ist jeder von euch Fünfen der Meinung, wenn einer heute nicht von uns gewählt wird als Jury, dass alle anderen dann aufhören? Ja, Rebecca auch. Wir würden die Musik Jan Nagel hätten gewonnen. Wir finden nur, dass wir zu fünft zusammengehören. Also ich verstehe das jetzt gerade nicht, weil ich verstehe den Ansatz nicht. Ich wollte dann zu fünft weitermachen, ohne dass wir entschieden haben, dass ihr eine Band seid. Die Erfolgschancen können wir uns ja ausrechnen. Okay, Tirscher. Wir als Jury schätzen deinen Willen und deine Disziplin bei der Arbeit sehr und deine Stimme. Und die Band schätzt dich auch sehr und scheint dich auch zu brauchen als ruhenden Pol. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Band. Ich habe noch Angst immer, dass die Jury entscheidet, dass einer rausgeht. Und trägst du dann auch die Konsequenz mit, dass ihr dann auffällt, alle fünf? Obwohl du jetzt weiter bist? Ja, auf jeden Fall. Na toll. Dann kommen wir mal nach vorne. Das, was ihr da eben von euch gegeben habt, das ist schon ein sehr starker Spruch und ich hoffe, ihr seid euch bewusst, was ihr da überhaupt sagt. Also ich denke, wir sind uns alle sehr bewusst, weil wir nehmen es alle ernst und ihr habt alle daran gearbeitet, dass wir eine Einheit werden. Jetzt sind wir eine. Und
Möglicherweise werden wir heute noch rausfinden, ob das, was ihr gerade gesagt habt, auch wirklich so der Realität entspricht. Aber ich finde es auch richtig, was du sagst. Und sicherlich haben wir euch zu einer Einheit zusammenwachsen lassen. Oftmals stellt man aber später fest, dass es auch mit wenigern geht. Antoine, du hast bei deinem Einzug in Berlin gesagt, über das Duell Girls gegen Boys, Sex sells. Es kam bei uns so rüber, als würdest du dieses Leben im Fame, im Limelight zu stehen, so als Priorität sehen, dass die eigentliche Sache, sprich Musik, Tanz, in den Hintergrund gerät. Ich denke halt, wir arbeiten alle sehr hart und wenn ich dann sage, dass es mir gefällt, dann ist es für mich nur so, dass es irgendwie der Dank, also die Belohnung dafür ist. Gut, singend und tanzend auf der Bühne zu stehen, das muss wichtig sein. Und alles andere kannst du dir leisten, wenn die Band steht und wenn die Band Platten verkauft. Sorry, wenn ich das so ganz hart sage. Ich denke, die ganzen Wochen lang haben wir hart gearbeitet. Wir haben viel geleistet. Und wenn ich jetzt... Das stellen wir als Jury auch wirklich nicht in Frage. Und wir alle drei wissen wirklich ganz genau, um wie viel mehr ihr dieses Ziel Popstar zu sein, verfolgt als viele, viele andere. Also das stellt sich überhaupt nicht in Frage. Ihr habt bis hierhin alle einen mega Job gemacht, Anton. Ich habe es ja in Frankfurt auch gesehen und musste sagen, ja, stimmt, bei dir trifft das auf jeden Fall zu. Herzlich willkommen in der Band. Schlechter als bei der Entscheidung schon alleine, weil wir sind jetzt zusammengewachsen und haben irgendwie alles miteinander durchgemacht und jetzt machen die irgendwie, die spielen so mit unseren Gefühlen und ich bin noch nicht ganz erleichtert, weil ich war noch auf andere zu erwarten. Und du für dich hast es jetzt geschafft und ich hab's jetzt geschafft, wie gesagt, mit einer von den zwei rausgekommen, geh ich auch. Als nächstes möchte ich Anne nach vorne bitten. Anne, du hattest es ja auf deinem Popstars-Weg nicht leicht. Du musstest in kürzester Zeit das Tanzpensum und das Gesangspensum aufholen, was die anderen schon hinter sich hatten. Und vielleicht noch schwieriger, deinen Weg in eine Band finden, die sich eigentlich schon als fertige Viererband sah. Hast du deinen Weg in die Band gefunden? Auf jeden Fall. Anne, mir ist aufgefallen, dass du für die Zeit, die du nachholen musstest, wirklich sehr gut warst. Also ich empfand das so. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass du ein sehr selbstzweifelnder Mensch bist. Das kann in einer Band zum Schwachpunkt werden. Ich glaube nicht, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Das ist überhaupt nicht so. Das ist ganz im Gegenteil. Ich habe viel Vertrauen in mich. Ich bin einfach nur sehr selbstkritisch. Ich habe es ja ganz genau gesehen im Studio. Wir waren ja ganz eine längere Zeit eben zusammen bei der Arbeit am Album. Muss ich sagen, also es ist wahr, du hast deinen Weg als Außenseiter in die Band gefunden. Du bist von den anderen Girls akzeptiert worden. Du hast trotz deiner gesundheitlichen Probleme hart an dir gearbeitet und riesen Fortschritte gemacht. Und im Studio bringst du wirklich mit deiner Stimme, das hatte ich mir sehr gewünscht und hast du mir auch bewiesen, eben noch mehr Vielfalt in die Band. Und auf der Bühne bist du visuell eine Bombe und deswegen herzlich willkommen bei den Preluders. Jetzt bin ich ein bisschen erleichtert. Oh, ich es ist halt noch nicht das, was ich mir wünsche. Und deswegen kann ich noch nicht zufrieden sein. Dann bin ich jetzt mal dran. Und ihr könnt danach entscheiden, ob die Preluders weiter bestehen sollen oder ob es irgendwelche Änderungen gibt.
Miriam, kommst du bitte nach vorne? Es war ja so, dass wir in Orlando am Anfang der Meinung waren, dass du dich selbst als zu gut einschätzt, dass du dich selber überschätzt, das weißt du noch. Ja, dass wir gesagt haben, hey, du bist schon ganz schön überzeugt von dir. Hinzu kam, dass wir das Gefühl hatten, dass du eher eine Rolle spielst, als dass du wirklich du selbst bist. Gerade im Musikgeschäft funktioniert es nicht, Rollen zu spielen. Fans und alle anderen Leute, die mit der Musik zu tun haben, erkennen das sehr, sehr schnell. Ab dem Zeitpunkt, als ihr dann in Berlin wart und Studioaufnahmen gemacht habt und trainiert habt, haben wir insbesondere geguckt, wie ehrlich gehst du mit den Produzenten um, mit den Choreografen, mit der Jury. Und wir haben eigentlich, Miriam, die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass du wirklich du selbst geworden bist, dass du wirklich echt geworden bist. Willst du mir was dazu sagen? Also, da ist noch nach der Entscheidung Schluss. Also, kannst du ruhig drüber reden? Ja, da hast du mit mir geredet und ich habe mir schon zu Herzen genommen, obwohl ich nicht so ganz der Meinung war, aber ich dachte mir einfach, okay, ich nehme mir das jetzt zu Herzen und versuche das zu ändern. Und ich finde, es ist mir, finde ich persönlich, mir schon gelungen, weil ich keine Probleme mit der Band habe, ich mit allen sehr, sehr gut klarkomme. Als Anne neu in die Band kam, sagtest du, dass es dir jetzt auf gut Deutsch gesagt scheißegal ist, ob die Kamera an ist oder nicht, dass dich das schon wurmt, dass jetzt ein neues Mitglied reingekommen ist. Ich habe damit nicht Anne gemeint, ich habe nur geweint, habe gesagt, ich akzeptiere nicht, dass mit unseren Gefühlen so gespielt wird. Okay. Ich habe auch gesagt, es wäre genauso, wie wenn ich dazu gekommen wäre. Es hatte gar nichts mit Anne zu tun, es war einfach, dass wir geschockt waren. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die einfach über dich mal zu sagen sind, Miriam. Und ich mache da an der Stelle einfach mal weiter. Das erste ist, ich habe mit Uwe gesprochen und Uwe sagt, wenn alle anderen vier Mädels im Studio teilweise nicht in der Lage waren, bestimmte Passagen zu singen oder es zu lange gedauert hat, die hinzukriegen, dann warst du oft die Einzige, die das so hinbekommen hat. Das Gleiche habe ich irgendwann feststellen dürfen bei den Proben im Tanzsaal, wo ich irgendwann zu Raphael gesagt habe, Mensch, Miriam ist heute mal eigentlich eine derjenigen, die die beste Ausstrahlung hat. Und ihr da hinten und du. Ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob ihr als Preluders bestehen bleiben wollt oder nicht. Weil hier ist eure fünfte. Herzlich willkommen, Miriam. Oh Gott, ich habe mich gerade nicht wie beim Casting. Ich bin gerade so erleichtert, wir müssen keine Angst mehr haben. Keine Angst. Wollt ihr uns dann irgendwann noch eure Entscheidung mitteilen? Wir würden gerne von euch jetzt eure Entscheidung hören, ob wir weiter noch die Preluders erzählen können. Vielleicht kommt ihr ans Mikro und sagt uns das kurz als Jury, denn wir haben ja unseren Job auch lange genug gemacht, um diese Bands zu finden. Ich kann nur sagen, dass es jetzt wieder mal sehr emotional war und dass es jedes Mal wieder dasselbe ist. Jedes Mal fließen wieder Tränen und ich wünsche dir viel Glück. Ich schaffe das, ich glaube auch an dich. Und die Jury weiß schon, was sie getan hat und die haben, glaube ich, auch die richtige Entscheidung getroffen. Und wenn wir uns jetzt so die Band anschauen und auch die Auftritte mit einbeziehen, müssen wir alle drei wirklich sagen, ihr seid die Preluders, die wir gesucht haben. Herzlichen Glückwunsch und viel, viel, viel Erfolg. Vor allem wünschen wir euch viel Erfolg im Duell gegen die Boys. So, jetzt zu den Overground-Band-Kandidaten. Auch bei euch gab es hier eine Nachnominierung. Fabrizio ist nach Berlin gekommen und hat die angefangenen Songs nachrekordet und hat beim Tanztraining aufgeholt, ist auch mit euch auf die Tour gegangen und beim Videoshooting musste er plötzlich aussteigen. Dies soll aber nicht der Grund sein, warum Fabrizio auf eine weitere Karriere als Popstar verzichten soll. Fabrizio ist heute aus Italien zurückgekehrt. Fabrizio ist hier und ihr könnt ihn jetzt begrüßen. Herzlich willkommen, Fabrizio!
zu sehen. Das sei erstmal vorangestellt. Also ich habe ja die, ihr wisst, die letzten Wochen eine sehr starke emotionale Berg- und Talfahrt hinter mir. Ich hatte sehr, sehr, sehr schöne Momente, ich hatte aber auch sehr, sehr schlimme Momente. Und dann kam ein Anruf. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, bin nach Berlin gegangen, Albumaufnahmen und habe versucht, mich in die Band zu integrieren, was erst schwierig war, aber was dann wirklich gelungen ist. Wir haben zusammen die Tour gestartet, wir haben die Tourproben zusammen glücklich gemeistert. Dann ist es mit meiner Mama passiert. Und ich habe lange überlegt, was ich machen soll. Aber ich habe mir überlegt, ich habe die wichtigste Bezugsperson in meinem Leben verloren. Und wenn ich jetzt noch mit der Musik aufhöre, dann habe ich alles verloren. Und deswegen bin ich heute hier, um mir die Juryentscheidung anzuhören. Und ich denke, ich bin das euch auch schuldig. Und euch auch. Fabrizio, erstmal herzlich willkommen hier. Wir freuen uns alle, dass du da bist. Wir drei möchten unser herzlichstes Beileid an dich richten. Das ist wirklich ein sehr starker Zug von dir und also mir fehlen gerade die Worte, weil es schon sehr krass ist. Trotzdem müssen wir halt auch dir unsere Entscheidung sagen, ob du weitermachst in der Band oder nicht. Und deshalb fangen wir jetzt einfach mit den Entscheidungen an. Fabrizio, ich finde es sehr stark, was du tust. So, Maiko, du bist der Erste. Na, Kumpel? Na, Kumpel. Wir haben etwa 6 Stunden gesessen und alle unterschiedlichen Horrorszenarien durchgesprochen, wie wir verdammt nochmal dich hinters Licht führen können. Und sollen wir dir was sagen? Uns ist nichts mehr eingefallen, weil du bist allen Wassern gewaschen und würdest wahrscheinlich eh hinter alles kommen, was wir planen. Deswegen mache ich bei dir die Entscheidung sehr, sehr kurz. Wir freuen uns, dass du auch weiterhin in der Band bist und ich freue mich besonders. Na, nicht so schnell, Herr Reismann. Kommen Sie mal nochmal zurück, ja. Wir wollen natürlich auch erklären, warum. Ich hätte mich hier gewundert, komm. Ja. Was ganz wichtig ist, du warst in der ersten Staffel. Du weißt selber, dass du es da nicht richtig wolltest, dass das ein ganz, ganz wichtiger Grund war, warum es nicht funktioniert hat. In der zweiten Staffel bist du durch alle Tiefen gegangen, du bist durch die Hölle gegangen. Du warst dir zwischendurch manchmal nicht mehr sicher, kannst du überhaupt wirklich gut singen und passt es? Kannst du überhaupt wirklich tanzen oder bist du eigentlich ein sich bewegender Baumstamm? Ja? Und du warst dir auch nicht mehr sicher, ob du das wirklich willst, weil es so schwer war, weil du selbst mit mir in Konflikt geraten bist, mit Artemis in Konflikt geraten bist. Und dich sicherlich oft gefragt hast, muss ich mir als 27-Jähriger das Ganze antun? Entschuldigung, 26. Oh, das hatte vielleicht was mit der Optik zu tun. Entschuldige bitte. Okay, aber auch dein Alter, ganz ehrlich, und deine Erfahrung geben der Band einen wirklichen Halt. Du hast aus unserer Sicht den größten Grad an Professionalität in der Band, auch durch deine jahrelange Erfahrung. Du hältst die Band zusammen. Du bist gerade in Interviews und in der Präsentation nach außen sehr, sehr professionell und das kann nur neben deinen sehr guten tänzerischen Fähigkeiten und deinen sehr guten gesanglichen Fähigkeiten ein Grund sein, dass du in dieser Band bist. Und ich glaube, Deutschland hat mit dir gelitten bei allen Entscheidungen und wird sich jetzt mit dir freuen. Also herzlichen Glückwunsch. Als nächsten möchte ich Ken nach vorne bitten. Wie wird sich die Jury bei Ken entscheiden? Wird auch er weiterhin dabei sein? Und das... Wird Ken weiterhin bei Overground dabei sein? Ken.
Du hast uns ja schon im Workshop in Orlando gezeigt, dass du ein außergewöhnliches Gesangstalent bist und auch ein außergewöhnliches Tanztalent. Und du hast es aber auch schon da gezeigt, dass du ein sehr sensibler, noch sehr junger Mann bist, der sich leicht von seinen Gefühlen leiten lässt und halt auch oft unterkriegen lässt. Du hast sehr darunter gelitten, dass deine Freundin nicht da war, die du sehr liebst. Das hat sich teilweise auf deine Gesangsperformance ausgewirkt. Du hast einen ganzen Tag beim Tanztraining auf dem Sofa verbringen müssen, weil du krank warst, obwohl wir eigentlich denken, dass es eher ein psychisches Problem war als ein physisches. Glaubst du, ob du einer Karriere als Popstar wirklich standhalten kannst? Es tut mir leid, wenn ich den Leuten da draußen das Gefühl gegeben habe, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte, aber das ist mein Traum gewesen. Ich habe hart dafür gearbeitet und ich bin bis an meine Grenzen gegangen. Was ist denn das, was beim Interpretieren von Songs im Studio am meisten von dir verlangt wird, um eben die Songs zum Leben zu bringen? Dass ich meine Gefühle zeige. Richtig. Und das erwarten wir auch in der Zukunft von dir, dass du deine Gefühle zeigst, dass du seelentief in die Songs von Overground bringst und du bist in der Band dabei. Schon. Oh Mann, ich habe die ganze Zeit versucht, mein Bein zu unterdrücken. Aber jetzt ging es nicht anders, musste einfach raus. Weil wir haben jetzt eine sehr schwere Zeit hinter uns und wir haben so viel durchgemacht und das kam jetzt alles wieder hoch. Rollmuskeln, die ja wesentlich intensiver sind als vorher noch in den Entscheidungsshows, zeigen, wie stark ihr in den letzten Wochen durch viele Tiefen gemeinsam gegangen seid und dadurch eigentlich so zusammengeschweißt seid. Trotzdem müssen wir die Hoffnung der Jungs, dass auch ihr zu fünft in der Band sein werdet, leider verneinen. Es wird nicht der Fall sein. Ich bitte als nächsten Mark auf die Bühne. Bevor ich jetzt was sage, will ich dir eins sagen. Du bist extrem jung, Marc. Du hast ganz, ganz viel vor dir, egal was. Du hast ein Riesentalent und du wirst definitiv deinen Weg machen. Das vielleicht als allererstes. Okay. Auch du bist ja ein großes Tanztalent. Ja, das haben wir alle festgestellt. Im Tanzen macht dir von den anderen so ziemlich keiner was nach. Ja, beziehungsweise was vor. Du hast ja selbst oft genug gesagt, dass du eigentlich noch zu jung bist und dass du so der Kleine in der Band bist und dass das eigentlich von der Optik auch nicht so richtig passt. Und ganz ehrlich, wir haben ja nicht, und das weißt du auch, wir haben Fabrizio ja nicht umsonst nachnominiert. Dafür gab es ja Gründe, weil wir unter anderem bei dir einfach gesangliche Schwächen festgestellt haben. Ich glaube, dass du mit den anderen Jungs auch sehr, sehr, sehr viel Spaß hattest und intensivst mit ihnen gearbeitet hast und Gas gegeben hast und ihr wirklich eine Einheit geworden seid. Aber glaubst du selber, dass das reichen kann? Ganz ehrlich, Marc? Marki, hör mir mal zu. Was für uns als Jury extrem beeindruckend war, ist, wie du trotz deines jungen Alters mit dem Druck umgegangen bist, wie du trotz deines jungen Alters dich mit den anderen zusammen durchgekämpft hast, um dein Ziel zu erreichen, wie du an deiner Stimme arbeitest, wie du auf der Bühne in dem Augenblick, wo du nur einen Tanzschritt machst, Marc, alle anderen verrückt machst. Und ich habe auf der Tour extrem viele Marc-Schilder gesehen von den Mädels. Ich weiß nicht, wem das vielleicht aufgefallen ist. Und wir als Jury denken, dass es ganz gut ist, eine Band zu haben, die nicht so 0815 aussieht, sondern wo es auch einen Markt gibt. Und wir freuen uns alle sehr, dir mitzuteilen, dass du in der Band dabei bleibst.
eben gedacht, ich flieg raus. Oh, ich habe mir nur so gezettelt. Warum? Weil die ganze Zeit nur negativ geredet haben. Und dann schon selber immer gezweifelt habe. Ecke, du kannst singen. Im Tanz hast du dich auch stark verbessert. Du bist musikalisch sehr wandelbar. Das haben wir auch gesehen. Auf der Bühne bist du wirklich ein Entertainer. In den letzten paar Tagen jedoch hat sich ein kleines Problem herausgestellt bei dir. Du kannst sagen, dass es ein riesengroßes Problem war. Nein. Ja. Entschuldigung. Nee, stimmt. Und das, was ich dir jetzt im Namen von uns dreien sagen werde, ist hart. Wir haben alle Kandidaten vor den Castings gefragt, ob sie schon Verträge mit irgendwelchen Leuten haben. Und du hast es verneint. Ich habe es verneint, weil die Aussage von meinem Anwalt war, dass der Vertragsmensch die Firma nicht vertragsbrüchig gemacht hat und damit sich der Vertrag auf automatisch aufgelöst hat. Jetzt haben sich aber gleich drei Menschen gemeldet, die ihre Ansprüche geltend machen wollen. Ich war, als ich das erfahren habe, ziemlich enttäuscht, weil ich finde, dass du uns als Jury nicht die Wahrheit gesagt hast. Und wenn es bei, warte bitte, wenn es bei einem gewesen wäre, okay. Aber zwei unabhängige Prozenten voneinander und noch ein Manager. Okay. Du hast, nein, jetzt warte doch mal. Wir als Jury wollen dich. Nur du musst verstehen, auch wenn du vor Jahren irgendwas unterschrieben hast und wenn dir dein Anwalt sagt, die sind vertragsbrüchig geworden, es liegen zurzeit drei Klagen bei den Popstars-Produzenten, die ihre Ansprüche geltend machen wollen. Das ist das Problem des Popstars-Management. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Und aus diesem Grund können wir, also nicht wir, sondern das Popstars-Management, nicht mit dir einen neuen Vertrag machen. Wir wollen dich. Ich wollte nur zu dir was sagen, von wegen, dass ich dich enttäuscht habe, euch enttäuscht habe. Ich würde niemals euch anlügen. Ich habe nur das gesagt, was ich gehört habe und was ich gedacht habe. Ich werde niemals euch sagen, ich bin nicht vertragsgebunden, obwohl ich weiß, dass ich vertragsgebunden bin. Ich könnte allein mit meinem Gewissen, nicht vertragen. Das Problem ist, dass das im Augenblick dich zerstört. Die haben einfach ältere Rechte und deswegen ist es unmöglich, einen neuen Vertrag zu machen, weil du unter Vertrag bist. Das heißt, alle wollen dich hier und wollen dich in der Band sehen und können nicht, weil andere Leute Verträge haben, die du ihnen unterschrieben hattest. Du hast ihm diese Rechte eingeräumt. Ich verstehe, natürlich macht man auf dem Weg zum Pop, wenn man seine Musik und sein Leben der Musik widmet, geht man gewisse Risiken ein. Aber da hast du anscheinend ein paar richtige Dummheiten gemacht, die dir jetzt alles vermasseln. Wir müssen dir hier leider sagen, dass wir dich nicht in die Band aufnehmen können. Start wie bei Anne. Du bist rausgeflogen aus dem Workshop, aber wir haben uns die Option rausgenommen, dich wieder reinzuholen, weil wir einen erfahrenen Sänger haben wollten. Anders als bei Anne fiel es dir etwas schwerer, dich in die Band zu integrieren. Und wir hatten auch das Gefühl,
dass du eher auf dem Solopfad gehen wolltest. Du bist ja ein sehr, sehr eigener Typ. Also in dieser Viererband fällst du raus. Ja, also das sieht nicht so aus, als wenn es dazugehört, sondern eher so, da ist ein eigener Typ, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch bei den Proben. Ja. Und wir glauben, dass du nicht wirklich der Typ bist, der in diese Band passt. Und deswegen wirst du in der Band Overground nicht dabei sein. Gleichzeitig konnten wir aber in deiner Popstars-Zeit auch feststellen, dass du ein hervorragender Sänger bist. Da sage ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Und wir glauben, dass gerade deine Eigenwilligkeit und deine Kämpfernatur und dein Talent natürlich Dinge sind, die man eigentlich bei einer Solo-Karriere gebrauchen kann. Und deswegen haben wir uns zusammen entschlossen, ein absolutes Novum einzuführen. Du bekommst einen Solo-Vertrag als Künstler. Herzlichen Glückwunsch. Und wir sagen auch jetzt noch nicht auf Wiedersehen, sondern wir haben noch eine andere Überraschung. Weil du wirst nämlich in der Finalshow am 3. November deinen ersten Titel vorstellen können. So, wir bitten jetzt beide Bands und Fabrizio nach vorne auf die Bühne. Zwischendurch, wenn ihr wollt, jetzt auch mal erfreute Gesichter machen, weil ihr seid die beiden Bands. Ihr seid die Richtigen für diese Bands. Auch uns erfüllt es mit sehr, sehr viel Stolz. Und ich denke, es bleibt eigentlich nur noch übrig, euch alles Gute zu wünschen für das Popstars-Finalduell am 3. November. Wir haben noch eine Frage, Ike. Ich glaube, er wäre vielleicht nicht der erste Künstler, der aus irgendeinem Vertrag wieder rauskommt. Und da gibt es auch bestimmt auch Mittel und Wege, wie man das vielleicht machen kann, oder? Wie soll es sowas kosten? Ecke, komm mal nochmal nach vorne, Ecke. Ich möchte nochmal dir einen Rat mit auf den Weg geben. Lass ihn mal da vorne alleine. Geht ihr mal. Ich rate dir dringend, in Zukunft genau zu überlegen, was für Verträge du unterschreibst. Du solltest dir jetzt die besten Anwälte besorgen, was... Weiß ich nicht, wie auf dem Fernsehen, alle kennen dich, alle kennen dein Talent. Es ist so, dass es da wahrscheinlich für dich eine Möglichkeit gibt, darauf aufzubauen. Wir machen alle Fehler. Gerade im Musikbusiness kann man sehr leicht Fehler machen. Zum Glück haben wir dafür plädiert, dass du in der Band bleibst und haben uns durchgesetzt gegen das Popstars-Management. Aber, mein Freund, während die anderen ihre Kohle nehmen können, ihre Träume verwirklichen können, musst du das Geld dafür investieren. Aber Blau Obergrund bleibst du, oder wird die auch nicht mehr? Ihr müsst mal wissen, wir sagen euch die Wahrheit. Und wir stochern in den Runden rum, aber von jetzt ab, wo ihr Stars sein werdet, wird kaum jemand noch euch die Wahrheit sagen. Deswegen erinnert euch an unsere Worte, die wir euch mit auf den Weg gegeben haben. Danke. Und trotzdem sind wir alle jetzt wieder in die Band und wieder ein Team. Das freut mich wirklich, denn sie ist glücklich. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist absolute Weltpremiere. Ja, du bist der Erste. Hallo, Uwe, ich dachte, lass dich mal drücken, ey. Heute machen wir Party. Ja, jetzt ist alles geil. Zu guter Letzt also ein Happy End für alle neuen Bandmitglieder und für Fabrizio, der sich über ein Angebot als Solokünstler freuen kann. Jetzt steht nur noch eine, die wichtigste Entscheidung an. Wer gewinnt das Duell?
Aber nun die Video-Weltpremiere der Singles von Preluders und Overground. Popstars geht weiter. In der Finalshow am 3. November entscheidet ihr mit eurem Voting darüber, welche Band gewinnt, Preluders oder Overground. Macht mit! Die Single der Gewinnerband erscheint am 10.11. im Handel. In einer Limited Edition findet ihr auf der Single und dem Album der Band einen zusammengehörenden Zugangscode für die exklusive VIP-Internet-Lounge mit super-free Downloads. Seid dabei!